Die Ausstellung zeigt, wenn ich so recht überlege, zum ersten Mal sehr konsequent, welche beiden Bereiche mein künstlerisches Werk sozusagen ausmachen. Das ist das Arbeiten im Raum, das Dreidimensionale und das Zweidimensionale. Und so sieht man in dieser Ausstellung, wie eine Zeichnung, die zweidimensional angelegt ist, in den Raum gezogen wird und dreidimensional und damit für den Besucher begehbar wird.